Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de. Heute gucken wir uns mal wieder, das gab es ja schon öfter, einen Kaffeevollautomaten von Melitta an, und zwar den Avanza. Und den hatten wir ja noch gar nicht. Und ob der jetzt wirklich so neu ist oder nicht und was der kann, das erfahrt ihr alles in dem Video. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt oder vielleicht auch Vergleichstests, ich werde zum Beispiel auch mal den Melitta Purista mit diesem Avanza vergleichen, um mal genau zu sehen, was da wirklich die Unterschiede sind und welches Gerät vielleicht für wen das Richtige ist, dann freue ich mich auch immer, wenn ihr den Kanal hier abonniert, Videos liked, Kommentare schreibt. Und unten rechts unter dem Video seht ihr so eine kleine Glocke, wenn ihr die aktiviert, dann werdet ihr auch immer sofort über neue Videos von mir informiert und dann geht das ein bisschen schneller, meine Videos werden mehr geguckt und ich freue mich. Wenn ihr das macht, ist es auch immer super. Und wir gucken uns hier mal dieses Gerät an und sieht ja irgendwie so ein bisschen, kommt einem schon so ein bisschen bekannt vor. Wir hatten ja mal den Kaffee Solo im Test. Das Video dazu verlinke ich euch hier drunter auch nochmal. Und vor kurzem hatten wir dann den Purista im Test. Das Video verlinke ich euch hier drunter auch nochmal und den Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Und das Gerät sieht schon sehr ähnlich aus, hat jetzt im Gegensatz zum Purista aber hier ein Milchschaumsystem noch integriert und diese zwei Erhebungen hinten. Das ist einmal der Bohnenbehälter und einmal der Wassertank. Und das ist einfach so, dass da eigentlich auf das andere Gerät, also auf diesen Purista oder vorher den Solo, nochmal so ein kleines Stück, ja, man könnte sagen, raufgeklebt wurde. Und ich zeige euch das hier mal anhand des Wassertanks. Der ist hier nämlich einfach ein bisschen größer. Das ist jetzt der Purista-Wassertank und das hier ist der Solo-Wassertank, wenn ihr die so nebeneinander haltet. Dann seht ihr genau dieses Stück, was der jetzt größer gemacht wurde. Und man sieht das auch sehr schön, wenn man hier den Wassertank von dem anderen Gerät hier einsetzt. Also das passt nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, man kriegt das da so halbwegs reingefummelt. Oh, passt doch genau, also es passt ganz genau. Da seht ihr hier jetzt so, der Deckel passt jetzt aber nicht mehr, weil hier sind dann, was sind das, vielleicht 5 cm mehr obendrauf. Also eindeutiger Fall von, man hat sich überlegt, ja, irgendwie, wir wollen jetzt unter unterschiedlichen Namen verkaufen. Wir müssen das jetzt noch irgendwie ein bisschen unterscheidbarer machen, weil die genau gleich aussehen. Bei der Produktserie von dem Solo war das ja so, dass es dann noch so ein Solo and Milk gab. Jetzt hat sich Melitta offensichtlich entschieden, diese beiden Linien so ein bisschen zu trennen. Hat jetzt einmal den Purista als das Gerät, was keinen Milchschaum macht, herausgebracht. Und dann diesen Avanza, als dann die Purista-Variante, die Milch macht und noch diesen Aufbau hat. Also von daher ist das schon sehr ähnlich. Hier passt ein bisschen mehr rein. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass der ein bisschen höher ist, das ist natürlich Geschmackssache vom Design. Ich finde es jetzt weder irgendwie schöner noch hässlicher. Kann unpraktisch sein, wenn man die Höhe nicht hat, weil man das irgendwie anders stellen kann nur, weil es nicht irgendwie unter die Schrankzeile in der Küche passt. Ansonsten ist das, glaube ich, einfach Geschmackssache. Packen hier mal den Tank wieder rein. Und ich habe den jetzt schon so ein bisschen ausprobiert. Ich habe jetzt diesmal ausnahmsweise mal den Mahlgrad so gelassen, wie er war. Hier ist immer so ein Sticker drüber, dass man den Mahlgrad nicht feiner stellen soll. Wenn euch der Espresso zu schnell da durchballert, dann könnt ihr den Mahlgrad aber schon gerne ein bisschen feiner stellen. Und ich beziehe jetzt einfach mal einen Espresso. Wir gucken mal, wie das aussieht. Da bin ich dann auch wie immer jetzt ganz ruhig, weil ihr euch ja immer das Mahlwerk anhören wollt im Video. Ja, ist relativ, also ich fand es jetzt relativ leise tatsächlich. Aber es gibt bestimmt so ein Siemens EQ6 oder EQ9 ist auf jeden Fall nochmal leiser. Seht jetzt ein bisschen vibriert das. Da muss ich dann immer gucken, dass ich die Espresso-Tasse nicht verschiebe, weil die halt mega klein ist und da genau nur runterpasst. Aber das sieht noch ganz gut aus. Ich habe jetzt hier bei diesem Einstellrad einfach auf die minimale Menge gestellt. Das heißt, jetzt beziehen wir hier die kleinste Menge, die möglich ist mit dem Gerät. Also den kürzesten Espresso und das kommt von der Menge auch ganz gut hin. Durchlauf sah jetzt ganz gut aus. Wahrscheinlich würde ich jetzt die Einstellung doch noch ein bisschen in Richtung feiner korrigieren. Hier haben wir die Auslaufhöhe, die können wir auch verstellen. Also hier könnt ihr sozusagen stufenlos die Bezugsmenge, die ihr macht, verstellen. Wenn ihr es auf der kleinen Seite habt, dann habt ihr das, was sonst bei der Espresso-Taste aus dem Vollautomaten kommt.
Wenn ihr das hier ganz rüber stellt, dann habt ihr das, was sonst ein Kaffeecreme ist aus dem Kaffeevollautomaten. Das heißt, durch den gleichen Kaffeepuck, der verdichtet wird in der Brühgruppe, wird dann einfach mehr Wasser durchlaufen und das ein bisschen mehr extrahieren. Leute, die dem Kanal folgen, wissen ja, dass das dann nicht so mein Lieblingsgetränk ist. Deswegen mache ich das lieber in diesen kleinen Einstellungen, wo man dann Espresso macht. Und das machen wir jetzt einfach nochmal wieder mit Milchgetränk, um euch das zu zeigen. Hier bei dem Gerät ist es halt so, dass ihr nicht mit einem Knopfdruck euer Milchgetränk bekommt, sondern ihr müsst die Tasse einmal umstellen, weil ihr hier dann zwei verschiedene Ausläufe habt. Das heißt, wir machen jetzt einfach nochmal genauso wie eben. Das ist rückgestellt, jo, noch so ein Espresso. Ich habe hier die Bohnenstärke auf 3 gestellt. Das heißt, es ist maximal viel Kaffeepulver. Jetzt haben wir den Espresso bezogen und jetzt können wir hier die Milchschaumfunktion anstellen. Das muss jetzt noch einen kleinen Moment aufheizen, weil der heißer werden muss für den Milchschaum. Das muss ja richtiger Wasserdampf sein, also kochendes Wasser. Und für den Espresso darf das nicht ganz so heiß sein. Deswegen dauert das jetzt einen kleinen Moment. Ihr seht das hier noch blinken. Und sobald das nicht mehr blinkt, kann man das dann einstellen. Ihr hört das auch schon so ein bisschen rumpusten. Jetzt ist das fertig und theoretisch muss man jetzt nur noch die Tasse hier rüberstellen. Ich hatte jetzt beim ersten Mal das Gefühl, dass noch so ein ganz bisschen Wasser am Anfang rauskommt aus dem Milchschäumer. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal für einen ganz kleinen Moment ablassen und dann die Tassen tauschen. Jetzt war nämlich noch so ein ganz kleiner Spritzer Wasser da rausgekommen und ich habe das jetzt einfach umgestellt. Ihr habt gesehen, das splöttert auch noch so ein bisschen rum. Das ist dann ein bisschen riskant, wenn man das umstellt. Und jetzt seht ihr aber auch, dass sich der Milchschaum echt ganz gut verbindet mit dem Kaffee. Hört sich auch so ein bisschen unangenehm an, das ist so ein hohes Geräusch gerade. Und wenn es voll ist, macht ihr es einfach wieder aus. Also das mit dem Rumspritzen, vielleicht habe ich da jetzt irgendwie meine Umstelltechnik, war vielleicht nicht so gut. Kann man auch einfach noch so ein bisschen weiter in den Schäumer reinhalten, die Tasse, damit das vielleicht nicht passiert. Aber ihr seht hier, das ist echt eine schöne Verbindung von dem Espresso mit der Milch. Das gefällt mir vom Geschmack halt auch echt gut, schön intensiv. Also das ist tatsächlich besser als die meisten Kaffeevollautomaten das hinbekommen, dass die Verbindung von der Milch so schön ist. Den Espresso habe ich jetzt ein bisschen lange stehen lassen. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ja, also ihr habt hier eigentlich so den Nachteil von diesem Gerät, dass ihr die Tasse einmal von der einen auf die andere Seite stellen müsst. Das ist natürlich ein bisschen umständlicher. Ansonsten trifft hier sehr vieles zu, was auch auf alle anderen Melitta-Kaffee-Vollautomaten zutrifft. Kann man halt ganz gut einstellen. Ich finde hier auch gerade die Stufenlose echt schön. Ist aber super ähnlich wie der Purista. Deswegen werde ich jetzt auch nicht euch nochmal die Brühgruppe zeigen. Ich habe letztens ein detailliertes Video gemacht mit einer Melitta-Brühgruppe, wo ich die gefettet habe und gereinigt habe. Das werde ich euch hier drunter auch nochmal verlinken. Da könnt ihr euch die Brühgruppe nochmal sehr genau angucken. Das ist schon alles genau das Gleiche. Und auch die ganzen Einzelteile und die Auffangschale und so, das machen wir jetzt nicht nochmal in diesem Video. Was mir jetzt nochmal wichtig ist, einfach zu sagen, hier habt ihr jetzt halt das Gerät, was auch Milchschaum macht. Und der wird auch richtig gut. Es ist aber so ein bisschen umständlicher mit dem Umstellen. Im allerersten Moment, wenn man das einschaltet, gerade bei der ersten, beim ersten Bezug, das war jetzt ein bisschen weniger beim zweiten, aber beim ersten Mal kam da noch so ein bisschen Wasser raus. Das ist dann vielleicht ganz gut, wenn man das noch abfängt, damit das Getränk nicht verwässert wird. Ansonsten so von den Eckdaten, so mit dem Espresso bin ich zufrieden, mit dem Milchschaum bin ich zufrieden und ansonsten habt ihr hier halt die Purista ein bisschen aufwendiger mit Milchschaum, mit so einem Aufbau und dann mit einem anderen Namen. Das ist marketingtechnisch jetzt wohl auf jeden Fall so gewollt und ich finde, das ist ein ganz solider Kaffeevollautomat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht so genau, was der kostet. Ich habe den schon vor etwas längerer Zeit gekauft. Ich würde mal schätzen, ach, ich gucke das mal kurz nach. Dieser Kaffeevollautomat kostet 499 Euro. Ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Das ist zumindest jetzt gerade, wo wir das Video aufzeichnen, der Preis. Und das ist auch das, was ich dafür bezahlt habe. Und das ist ein relativ solides Gerät. Ich finde jetzt so 500 Euro dafür irgendwie, ich finde, er könnte gerne nochmal 50 bis 100 Euro günstiger werden. Aber da ist ja auch immer noch viel Spielraum. Manchmal verändert sich noch was an den Preisen. Ich finde jetzt 500 Euro echt schon relativ viel, aber finde, dass das ein solides Gerät ist.
Vielleicht kriegt ihr den ja auch irgendwo ein bisschen günstiger. Wenn ihr noch Vergleichsvideos mit anderen Vollautomaten sehen wollt, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir probieren dann noch mal ein bisschen weiter aus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.